Indiana Jones 5 ohne Steven Spielberg auf dem Regiestuhl, wer ist der neue Disney-Chef und Harvey Weinstein verurteilt, aber die Prozesse gehen weiter, das und mehr jetzt im Rewind. Steven Spielberg übergibt nach einem langen Entwicklungsprozess die Regie von Indiana Jones 5 ab. Das ist das erste Mal in der 39-jährigen Geschichte des Franchises. Es wird gemunkelt, dass niemand Geringeres als Ford v. Ferrari, hierzulande besser bekannt als Le Mans 66 Regisseur James Mangold, den Job übernehmen soll. Mangold ist aber auch nicht das erste Mal in der Position, ein so großes Franchise weiterzuführen. Bereits 2017 übernahm er mit Logan das X-Men-Wolverine Franchise, welches 619 Millionen Dollar einbrachte und ihm eine Oscar-Nominierung für das beste adaptierte Drehbuch. Spielberg wird aber weiterhin als Produzent von Indy 5 beteiligt sein. Und auch Harrison Ford scheint weiter an dem Projekt mitzuarbeiten. Bei CBS Sunday Morning verriet er ja bereits, dass er in etwa 2 Monaten mit der Arbeit an Indiana Jones beginnen werde. Ob Disney das Release des Ganzen aufgrund des Regiewechsels weiter nach hinten, also möglicherweise auf 2022 verschieben wird, ist zurzeit noch nicht bekannt. Was sagt denn ihr dazu? Hat Mangold das Zeug, das Indie-Franchise, ich sag's jetzt mal ganz offen, zu retten? Schlangen. Warum ausgerechnet Schlangen? Ein alter Käfer. Warum ausgerechnet ein alter Käfer? Bei Disney selbst gibt es auch ziemlich große News, denn dort ist diese Woche Bob Iger nach 15 Jahren als CEO des Mediengiganten zurückgetreten und hat bereits bekannt gegeben, dass Bob Chapek seine Nachfolge antreten wird. Iger wird die Rolle des Executive Chairman übernehmen und den Vorstand des Unternehmens leiten, um einen reibungslosen Übergang bis zum Ende seines Vertrags Ende 2021 zu gewährleisten. Chapek ist seit 27 Jahren in verschiedenen Funktionen für das Unternehmen tätig. Er leitete unter anderem die Abteilung Parks and Resorts, das größte Geschäftssegment von Disney, das international tätig ist und weltweit mehr als 170.000 Mitarbeiter beschäftigt. Er selbst sagte: "Ich fühle mich unglaublich geehrt und bin demütig, die Rolle des CEO des meiner Meinung nach wirklich großartigsten Unternehmens der Welt zu übernehmen und unsere außergewöhnlich talentierten und engagierten Schauspieler und Mitarbeiter zu führen." Die Das Schweigen der Lämmer Sequel-Serie Clarice, die im Januar eine Zusage bei CBS erhalten hat, hat eine Hauptdarstellerin gefunden. Rebecca Breeds wird in die ikonische Rolle der Clarice Starling schlüpfen, um nach den Ereignissen des Films von 1991 auf Mörder- und Verbrecherjagd zu gehen. Damit ist sie bereits nach Jodie Foster in Das Schweigen der Lämmer und Julianne Moore in Hannibal die dritte Schauspielerin, die Starling verkörpert. Rebecca Breeds ist bekannt aus Serien wie zum Beispiel Pretty Little Liars und The Originals. Ich persönlich bin ja sehr gespannt, weil zum einen Fan der Hannibal-Filmreihe und gute Krimiserien gehen meiner bescheidenen Meinung nach ja immer. Aber ich freue mich natürlich auch über eure Meinung. Also ab damit in die Kommentare. Und es gibt schon wieder News zu Jurassic World 3, denn Colin Trevorrow, Regisseur des Streifens, postete am Dienstag ein Bild vom Drehstart samt Filmklappe, auf dem man Jurassic World Dominion lesen kann. Universal bestätigte den Titel dann auch prompt: kleine News, aber hey, das Kind hat jetzt auch einen Namen. Das erste Urteil gegen Harvey Weinstein ist gefallen, schuldig in 2 von 5 Anklagepunkten. Einst einer der mächtigsten Filmproduzenten Hollywoods ist von einer geschworenen Jury in New York in 2 von 5 Anklagepunkten schuldig gesprochen worden. Zum einen der schweren sexuellen Nötigung und zum anderen der Vergewaltigung in einem minderschweren Fall. Nicht schuldig erklärte die Jury ihn in Vergewaltigung in einem schweren Fall und in den beiden Anklagepunkten von räuberischen sexuellen Übergriffen. Bis zum Tag der Verkündung des Strafmaßes am 11. März wird er zunächst in Haft bleiben. Während eines Fernsehinterviews diese Woche sagte die Anwältin Gloria Allred, dass der Umfang des Prozesses von Harvey Weinstein in Los Angeles erweitert wird, damit mehr Frauen als in New York in den Zeugenstand treten können. Sie sagte, sie werden mehr Frauen sehen, die in diesem Fall in L.A. aussagen werden. Ich glaube, Herr Weinstein befindet sich in einer Welt voller Probleme und das wird noch eine Weile so weitergehen. Ich bin ja nun wirklich kein Fan von Panikmache, aber in unserer globalisierten Welt hat es der Coronavirus leider auch schon in die Welt des Entertainment bzw. die Filmwelt geschafft. Denn eine kleine Gruppe chinesischer Theaterbesitzer hat ihre Pläne zur Teilnahme an der diesjährigen CinemaCon in Las Vegas aufgrund von Reisebeschränkungen abgesagt. Insider in den großen Studios waren bereits seit Montag wegen einer kompletten Absage der Veranstaltung besorgt. Führende Filmverleihchefs befürchteten, dass die Aussteller freiwillig von einem touristischen Epizentrum wie Las Vegas wegbleiben könnten
oder die Regierung mit einem Verbot die Verbreitung des Virus in der Glücksspielmetropole verhindern wollen könnte. Die Veranstaltung soll vom 30. März bis zum 2. April stattfinden und kommt trotzdem wie geplant voran. Die National Association of Theater Owners wird mit Beratung durch das Außenministerium und Hilfe des Zentrums für Seuchenbekämpfung das Event genauestens überwachen. Wie seht ihr das Ganze? Alles nur Panikmache? Für die Hartgesottenen unter euch, die sich trotzdem ins Kino trauen, hier die Kinostarts der Woche. Unter anderem startet Die Farbe aus dem All, eine H.P. Lovecraft-Adaption mit Nicolas Cage. Die Känguru-Chroniken von Dani Levy, in dem ein vorlautes Känguru den Kleinkünstler Marc-Uwe in abstruse Ereignisse verwickelt. Und Disney Pixar's Onward, dem neuesten Animationsstreifen mit den Stimmen von Tom Holland, Chris Pratt und in Deutschland auch Annette Frier. Die Serienstarts sehen wie folgt aus: Castlevania geht am Donnerstag endlich auf Netflix in die dritte Staffel. Außerdem startet, auch am Donnerstag, das Sci-Fi Original Spites, natürlich auf Sci-Fi, mit der ersten Staffel. Mit unter anderem Rosabelle Laurenti-Sellers, zuletzt zu sehen bei Game of Thrones, und Damian Hardung, bekannt aus dem Club der Roten Bänder. Und am Freitag feiert auch die Apple TV Plus Serie Amazing Stories ihr Debüt. Eine Fantasy-Horror-Science-Fiction-Fernsehserie, basierend auf der Originalserie von Steven Spielberg aus den Jahren 1985 bis 1987. Das war's dann auch schon für diese Woche. Ich suchte jetzt erstmal Altered Carbon weiter, kommentiert ihr gerne, was euch so bewegt hat und klickt euch gerne durch unsere anderen Videos. Den Daumen natürlich nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat. Wir hören uns dann beim nächsten Special oder im nächsten News Recap. Reingehauen!